Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Insider Erklärt. Wir schauen uns heute mal was relativ Grundlegendes an, und zwar Kosten. Wie ihr Kosten erkennt, haben wir schon mal angeschaut im ersten PSCT-Video. Ihr kennt sie an den Semikolons, relativ simpel. Heute schauen wir uns an, was Kosten eigentlich sind, was es bedeutet, Kosten zu bezahlen und was Kosten eben nicht sind. Und wir beginnen mit dem ersten wichtigen Punkt, und das ist so ein roter Faden, der sich durch die letzten paar Videos durchgezogen hat. Auch Kosten sind keine Effekte. Das ist wichtig. Das heißt, ihr könnt Kosten nicht negieren, ihr bekommt Kosten nicht zurück, wenn sie negiert werden, und ihr müsst Kosten vor allem bezahlen, bevor ihr einen Effekt aktivieren könnt. Außerdem kann man Kosten, wie gesagt, nicht negieren, also selbst mit offenem Skill Drain oder sonst was, müsstet ihr trotzdem Kosten bezahlen, um einen Effekt aktivieren zu können. Es gibt jetzt eigentlich zwei große Varianten von Kosten. Einmal sind das die wirklichen Kosten, wie man sie kennt, von Karten, die verlangen, hey, werf eine Karte ab, opfere ein Monster, zahle Lebenspunkte, solches Zeugs. Und dann gibt es noch die sogenannten Erhaltungskosten oder auch Maintenance Costs genannt. Das sind Kosten, die ihr bezahlen müsst, wenn ihr eine bestimmte Karte auf dem Spielfeld behalten wollt, die ihr bereits kontrolliert. Beispiel hier Quackimairu Maximus. Wir gehen darauf ein bisschen später ein. Wir beschäftigen uns zuerst mal ganz kurz mit den Kosten, mit den ganz allgemeinen Kosten, wie sie beispielsweise bei Lone Fire Blossom, Einzelfeuerblüte, auftauchen. Wie gesagt, Kosten erkennt ihr daran, dass sie von einem Semikolon vom restlichen Effekttext abgetrennt sind. Also jetzt haben wir vorne die Bedingung, das ist einmal pro Spielzug. Dann habt ihr die Kosten, du kannst ein offenes Pflanzenmonster als Tribut anbieten. Und dann kommt der effektive Effekt der Karte, beschwören Pflanzenmonster Spezialbeschwörung von einem Deck. Ja, Kosten haben ein paar Besonderheiten. Kosten werden bezahlt, bevor ihr einen Effekt aktivieren könnt. Das heißt, auch wenn ihr keine Kosten bezahlen könnt, könnt ihr den Effekt nicht aktivieren. Das bedeutet aber auch, dass ihr für Twin Twister beispielsweise eine Karte abwerft, bevor ihr die Karte überhaupt ausspielen dürft und bevor ihr irgendwelche Ziele wählt. Erst wird mal abgeworfen. Das kann in manchen Spielsituationen relativ wichtig sein und wird gerne mal teilweise auch bewusst vergessen. Kosten müssen genauso beglichen werden, wie es die Karte verlangt. Das heißt, wenn die Karte sagt, wirf eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof ab, dann muss die Karte auch im Friedhof ankommen. Tut sie das nicht, könnt ihr den Effekt nicht aktivieren. Wenn beispielsweise ein offenes Makrokosmos auf dem Spielfeld liegt, das alle Karten, die auf den Friedhof gehen würden, stattdessen verbannt und ein Effekt verlangt von euch, dass ihr eine Karte von der Hand auf den Friedhof legt, könnt ihr das in dem Moment nicht tun, also könnt ihr den Effekt nicht aktivieren. Das ist ein Unterschied zu Effekten. Effekte können durchaus aufgelöst werden, auch wenn nicht von Anfang an klar ist, dass sie komplett aufgelöst werden können. Beispiel. Ihr aktiviert Foolish Burial mit offenem Makrokosmos. Foolish Burial sagt grundsätzlich, legt eine Karte von eurem Deck auf den Friedhof. Das könnt ihr eigentlich im Moment nicht machen, aber weil es ein Effekt und keine Kosten sind, könnt ihr die Karte trotzdem aktivieren und bei der Auflösung kommt die Karte dann halt statt aus auf den Friedhof aus dem Spiel. Ja. Das war jetzt so eine kleine Anmerkung, die noch ganz wichtig sein könnte. Kosten könnt ihr bezahlen, auch wenn der Effekt negiert werden würde. Beispiel mit der Lone Fire Blossom hier. Gehen wir davon aus, Skill Drain ist offen auf dem Spielfeld und negiert alle Effekte offener Monster. Jetzt könnt ihr aber trotzdem hingehen und Einzelfeuerblüte opfern, um ihren Effekt zu aktivieren. In dem Moment wäre Einzelfeuerblüte, vorausgesetzt, ihr opfert sie selber für ihre Kosten, nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern im Friedhof und kann von Skill Drain nicht mehr negiert werden. Gleiches funktioniert beispielsweise mit Stardust Dragon. Also ein offener Stardust Dragon kann sich ja selbst opfern, um einen zerstörenden Effekt zu negieren und die Karte zu zerstören. Auch das würde Skill Drain grundsätzlich verhindern, würde sich Stardust Dragon nicht als Kosten auf den Friedhof befördern. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn es auch wirklich Kosten sind, wenn es also vor dem Effekt passiert. Wenn es Teil des Effektes ist, dass die Karte sich weglegt, dann funktioniert es in aller Regel nicht. Das noch dazu. Ja, das sind mal die Kosten ganz allgemein. Kommen wir zu den Erhaltungskosten, denn die sind ein bisschen spezieller. Die haben ein paar kleine Tweaks und Besonderheiten, die wir uns jetzt zusammen anschauen. Und zwar am Beispiel von Maximus von Quackimairu. Grundsätzlich erkennt ihr Erhaltungskosten daran, dass sie während der Endphase oder während der Standby-Phase meistens auftreten und dass sie von euch verlangen, irgendwas zu tun oder die Karte zu zerstören. Hier beispielsweise, während deiner Endphase zerstöre diese Karte, es sei denn, du legst einen Eisenkern von Quackimairu oder ein Quackimairu-Monster von deiner Hand auf den Friedhof. Wichtig,
Erhaltungskosten starten keine Kette, können ebenfalls nicht negiert werden und ihr müsst sie bezahlen, wenn der Effekt nicht was anderes verlangt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr könnt sie zerstören oder einen Eisenkern auf den Friedhof legen. Wenn ihr das eben nicht könnt oder nicht wollt, dann wird die Karte eben zerstört. Ja, wichtig bei Erhaltungskosten. Was muss man wissen? Erhaltungskosten können auch nicht negiert werden. Es sind keine Effekte und deshalb nicht negierbar. Erhaltungskosten zahlt ihr in der Regel in der Standby-Phase oder in der End-Phase. Es gibt zwei, drei Ausnahmen, aber das ist die Regel. Nicht-optionale Kosten müsst ihr begleichen, selbst wenn ihr dadurch das Spiel verlieren würdet. Dazu kommen wir gleich. Und zwar in folgendem Beispiel. Kaiserlicher Befehl. Jeder kennt die Karte. Alle Zauberkarteneffekte auf dem Spielfeld werden negiert. In jeder Standby-Phase müssen 700 Lebenspunkte bezahlt werden oder die Karte wird zerstört, wenn ihr das nicht könnt. So, ich habe euch drei Beispiele vorbereitet. Was passiert in den folgenden Situationen? Wir haben einmal 800 Lebenspunkte in der Standby-Phase, dann haben wir einmal genau 700 Lebenspunkte in der Standby-Phase und einmal weniger als 700 Punkte in der Standby-Phase, in unserem Beispiel 600 Punkte. Bei 800 Punkten ist es relativ klar, würde ich sagen. Ihr zahlt 700 Punkte, die Karte wird nicht zerstört, ihr dürft Imperial Order auf dem Spielfeld behalten und habt nachher noch 100 Life Points. Variante 3 ist ebenfalls relativ einfach. Ihr habt viel zu wenige Lebenspunkte, um die Kosten für die Karte zu decken. Dementsprechend wird die Karte zerstört. So, was passiert jetzt aber, wenn ihr genau 700 Lebenspunkte habt? Und das ist immer wieder eine Diskussion. Kann ich Kosten zahlen oder muss ich Kosten zahlen, wenn ich dadurch das Spiel verliere? Die Antwort, ja, müsst ihr. Wenn ihr 700 Lebenspunkte habt und Imperial Order liegt auf eurem Spielfeld und ihr müsst die Kosten bezahlen, dann werdet ihr mit 0 Lebenspunkten das Spiel verlieren. Denn in dem Moment, wo die Erhaltungskosten vom Spiel verlangt werden, habt ihr theoretisch genug Punkte, um die Punkte zu bezahlen. Ob ihr danach noch Punkte übrig habt, interessiert das Spiel nicht. Ihr könnt die Punkte in dem Moment bezahlen. Ihr habt 700 Punkte und könnt die abdrücken. In dem Fall verliert ihr das Spiel, weil euch die Lebenspunkte ausgehen. Das ist relativ wichtig. Ihr könnt auch mit Karteneffekten wie Solemn Strike, der verlangt, dass ihr 1500 Punkte bezahlt, euch zu Tode bezahlen. Auch das ist erlaubt. Oder es ist zumindest nicht per se verboten. Sagen wir es mal so. Ihr habt die Möglichkeit, mit 1500 Punkten, die ihr übrig habt, einen Solemn Strike zu aktivieren. Das ist natürlich völlig bescheuert, denn dadurch verliert ihr das Spiel. Das ist aber auch etwas, was man berücksichtigen muss. Wenn euer Gegner, ja, so doof ist und das tut, seinen Striker so aktiviert mit weniger als 1501 Lebenspunkt, sagen wir es mal so, wird er das Spiel verlieren. Das mag auf Locals egal sein, da kann man auch mal sagen, hey, ja, ist okay, du hast einfach nur noch 1500 Punkte, willst du das wirklich machen? Wird der ja sagen, nein. An größeren Turnieren oder bei wichtigen Spielen kann euch das einen Sieg kosten und darauf solltet ihr achten. Ich weiß, das wird jetzt riesen Diskussionen auslösen, lasst euch gesagt sein, es ist so. Das Ganze ist auch nochmal gegengecheckt, also auch von oben bestätigt, könnte man sagen. Julia war so nett, Julia Hedberg, für den, dem der Name nichts sagt. Sie ist der Head of Judge Program in den Staaten, also die höchste Stelle für Judges quasi. Und hat das netterweise mal auf der Judge-Facebook-Gruppe mit R&D abgeklärt, beziehungsweise mit Konami abgeklärt. Und ja, es gibt keine Regel, die euch verbietet, euch zu Tode zu bezahlen, auch im TCG nicht. Genauso wenig, wie es das im OCG gibt. Lasst euch da also nichts anderes eintrichtern. Es ist so. Ja, das war es eigentlich auch schon von dieser relativ kurzen Folge. Es ist doch wieder 10 Minuten geworden. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und wir sehen uns dann am Montag wieder zum nächsten Video. Mal schauen, was wir da Schönes machen. Bis dahin wünsche ich euch ganz ein schönes Wochenende und ciao, Leute.